Und jetzt sollte der Cave wohl normalerweise irgendwo sein. Und ich glaube, dass hier aber wirklich diese Stelle... Hey Leute, seid ihr bereit, den größten Fisch aller Zeiten zu fangen? Es wird nämlich Zeit, denn heute fangen wir den Cave Shark. Und in dem Tutorial, das ich mir angeschaut habe, wurde erstmal gesagt, wir sollen 20 Sekunden nach rechts fahren. Danach sollen wir einen Stein fangen. Ja, man kann komischerweise Steine fangen, ich weiß auch nicht. Und was kam danach? Oh Gott, ich wusste es doch. Ach ja, mit dem Stein kann man einen Bombard fangen. Und wenn der Bombard am Haken ist, dann beißt komischerweise der Cave Wall an. Und genau das ist der Plan für heute. Also erstmal 20 Sekunden nach rechts fahren. Ich denke mal, das sollte die perfekte Position sein. Und wir brauchen natürlich Licht und Bomben, weil der Haken muss bis ganz nach unten kommen, ohne dass er von einem anderen Fisch erwischt wird. Ich denke mal, wir nehmen 3 Bomben mit. Oh, wir haben 4 Bomben, egal. Wir nehmen 4 Bomben mit, das sollte normalerweise reichen. Komm schon, mein Freund, bitte lass das jetzt die richtige Stelle sein. Weil wenn das jetzt die falsche Stelle ist, dann ist es extrem dumm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das hier die richtige Stelle ist. Die Stelle sieht irgendwie falsch aus. Oh, es sieht auf jeden Fall nicht aus wie im Tutorial. Oh, ich denke, ich habe jetzt die Stelle gefunden. Allerdings haben wir noch 2 Bomben dran. Die sind total nervig. Und wir können komischerweise den Stein nicht fangen. Wie zur Hölle? Man sollte doch irgendwie einen Stein fangen, aber ich habe keinen Plan wie. Eventuell dürfen ja keine Bomben mehr dran sein. Okay, ich bin die Bomben jetzt erstmal losgeworden. Jetzt komm schon. Ich muss diesen komischen Stein angeln und es darf niemand meinen Köder fressen. Da liegt der. Perfekt. Oh, wir haben den Stein. Okay. Das erste ist auf jeden Fall schon mal gut gelaufen. Bitte, mein Freund. Und es hat ein Bombard angebissen. Das ist genial. Das ist wirklich genial. Und jetzt sollte der Cave wohl normalerweise irgendwo sein. Und ich glaube, dass hier aber wirklich diese Stelle... Okay, wir haben den Cave voll gefangen. Und es war ehrlich gesagt gar nicht schwer. Nichts kann dieser Cave... Oh mein Gott, meine Maus ist runtergefallen. Trotzdem kann dieser Cave voll einfach gar nichts. Man hat ihn sofort gefangen und das sollten jetzt 800.000 Dollar sein. Es sollte sich wirklich niemand mit diesem Fisch anlegen. Von daher kommen wir relativ easy nach oben. Okay, der ist 800.000 Dollar wert. Okay, das ist genial. Den werfe ich jetzt auf jeden Fall nicht auf das Schiff drauf, weil ich habe Angst, dass er runterfällt. Deswegen verkaufen wir den jetzt einfach mal direkt auf der linken Seite. 800.000 Dollar. Das ist so geil. Wird es hier drin ein kleines bisschen heiß oder schwitze ich nur? Wow. Verkaufen. Oh Gott, ist der genial. Und vor allen Dingen, dieser Fisch ist ja wirklich extrem einfach zu fangen für 800.000 Dollar. Den haben wir jetzt schon mal, den Cave Wall. Der müsste jetzt auch normalerweise in unserem Katalog sein. Lass mich mal eine Sekunde gucken. Und da Huge müsste der normalerweise sein. Und der müsste gar... es gibt sogar noch einen More. Ich glaube, den Fisch habe ich noch gar nicht gesehen. Oder nein, ich habe ihn gesehen, aber ich habe ihn noch nicht. Ach so, ich denke, der More ist dieser eine Fisch, der sich an diesen leuchtenden Fischen festbeißt. Und den wollte ich ja das letzte Mal fangen. Eventuell schaffen wir es ja heute. Weil ich meine, bis heute... Weil ich meine, heute ist anscheinend mein Glückstag. Ich habe schon den Cave Wall gefangen. Wir müssen auf jeden Fall ganz tief ins Meer reinkommen, ohne dass unser Köder gefressen wird. Deswegen nehme ich jetzt erstmal 3 Bomben mit. Ja, 3 sollten definitiv reichen. Und so sollten wir möglichst easy nach unten kommen. Natürlich müssen wir die Ladung an Bomben auf dem Weg nach unten auch komplett verlieren. Und das haben wir jetzt gemacht. Oh mein Gott, das reicht anscheinend nicht. Oh, hört die Beißen. Oh Gott, seid ihr ätzend. Mein Köder ist leider schon weg, aber ich kann eventuell scouten, wo dieser große Fisch ist. Obwohl, ich sehe gerade, meine Mission ist Catch einen Bombard. Und wir haben den Bombard, der eben gerade als Köder benutzt, um den großen Haifisch zu fangen. Also sollte ich die Mission doch jetzt eigentlich relativ easy abschließen können. Weil ich weiß ja, wie es geht. Wir brauchen theoretisch nur einen Stein. Vielleicht ist der Bombard auch extrem viel wert. Ich weiß es nicht. Yo. Okay, es hat schon einen Bombard angebissen. Aber der beißt komischerweise einfach auf die Bombe. Eventuell beißt er ja auf alles, was rund ist. Und genau deswegen mag er die Steine und die Bombe. Ich habe keinen Plan. Komm schon, mein Freund. Wo ist ein Stein? Wir brauchen auf jeden Fall einen Stein. Ich habe keinen Plan, wo ein Stein ist. Aber ich brauche einen, um diesen Bombard zu fangen. Weil sonst kann ich ihn leider nicht fangen. Oh Gott. Aber hier sind noch andere Fische, die ich gerne hätte. Zum Beispiel... Oh mein Gott, was zur Hölle schläft da unten? Da unten ist irgendein Fisch, der schläft. Den Fisch habe ich auch noch nicht ein einziges Mal gesehen. Geil! Man fängt wirklich extrem viele neue Fische und mein Fisch wurde gerade angebissen. Das ist so ätzend, mein Freund. Könnt ihr mal aufhören? Oh, der ist nur 1000 wert. Unangebissen wäre der 2000 wert, aber das ist jetzt auch nicht viel. Und ich habe ihn komischerweise als Köder benutzt. Das ist extrem dämlich, aber ich denke mal, ich nehme das gerade an. Außer ich fange natürlich so einen gelben damit. Ah. Wir haben der Angelrute jetzt mal ordentlich viele Upgrades gegeben. Vor allen Dingen 2 Bomben, damit die bis nach unten kommt. Weil ich würde ziemlich gerne mal unten so einen großen Fisch fangen. Eventuell so einen gelben Fisch, weil den habe ich, glaube ich, auch noch nicht einmal gefangen. Aber nein, ich wollte diesen Fisch, der hier schläft. Aber wie wecke ich ihn auf? Ich hätte diesen Fisch extrem gerne, aber ich kann ihn anscheinend nicht aufwecken. Vielleicht braucht man für den eine Bombe. Oh, das könnte passen. Das sollten wir mal ausprobieren. Dann komme ich jetzt erstmal mit diesem komischen Fisch nach oben. Kein Problem. 2100. Ei, wenig Geld. Aber jetzt ist der Plan, erstmal mit der Bombe nach unten zu kommen. Aber ich glaube, der Fisch ist ein kleines bisschen größer. Von daher brauchen wir so oder so einen Köder.
Wir haben den hier. Mit dem könnten wir theoretisch noch den Schwertfisch fangen. Aber der interessiert mich gerade nicht, okay? Wir haben jetzt einen kleinen Köder dran. Das sollte normalerweise für den reichen. Und wir nehmen mal 4 Bomben mit nach unten. Und irgendeine Bombe sollte ihn eventuell aufwecken. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es. Ei, vielleicht waren 3 Bomben ja zu viel. Ich weiß es nicht. Obwohl, okay. 2 Bomben sind bisher weg. 3 Bomben sind bisher weg. Der nächste Bombard beißt an. Alle Bomben sind weg. Das ist doch voll ätzend. Oh Gott, nein. Okay, wir wissen jetzt Bescheid. 4 Bomben reichen auf jeden Fall nicht. Wir brauchen mehr als 4 Bomben. Oder nein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich probiere es nochmal mit 4 Bomben. Eventuell sind 5 ja wieder zu viel. Die ersten werden wir relativ früh verlieren, denke ich jetzt mal. Aber wir haben keinen Köder da dran. Aber erstmal möchte ich sowieso nur sehen, ob wir den Typen irgendwie aufgeweckt bekommen. Und das Licht ist ausgegangen. Wow. Wir haben ein neues Licht. Wir haben 2 neue Bomben. Bitte lass mich jetzt nach unten kommen und diesen komischen Fisch aufwecken. Dankeschön. Oh Gott, wir haben nur noch eine einzige Bombe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das reicht. Okay. Explodiert die eventuell? Hier ist ein Bomber direkt neben mir. Komm schon. Oh Gott, der Fisch ist aufgeweckt. Wie geil ist das denn? Das funktioniert so. Allerdings habe ich jetzt keinen Köder dran, um ihn zu fangen. Oh Gott. Aber trotzdem, ich möchte mal ganz kurz sehen, wohin der schwimmt. Der schwimmt ja extrem weit nach oben. Ich würde diesen Fisch wirklich extrem gerne fangen. Und er schwimmt wieder nach unten. Okay, ich weiß jetzt ungefähr, wie es funktioniert. Allerdings brauchen wir dafür unbedingt einen Köder. Also ein Bombard muss neben diesen Fisch anbeißen und danach kann er erst kommen. Allerdings habe ich jetzt 4 Bomben gekauft und ich habe keinen Köder dran. Ich bin so dämlich. Wow. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob so ein kleiner Köder reicht, aber ich probiere es, denke ich mal, mit dem erstmal. Danach können wir es ja gerne nochmal mit einem größeren Köder probieren, aber ich probiere es jetzt erstmal mit dem ganz kleinen. Okay, das Licht aktualisieren wir und wir nehmen auf jeden Fall 4 Bomben mit, nicht 3, mein Freund, 4. Komischerweise hat ein Bombard angebissen und das explodiert nicht, hä? Wieso zur Hölle explodiert das dann nicht? Ich kapier's nicht. Sag mir jetzt bitte, mein Köder ist noch dran, aber ich denke ehrlich gesagt nicht. Oh Gott, komm schon, mein Freund, du sollst sie doch nur alle fangen. Ich sehe, auf der Minimap sind extrem viele Fische hier. Okay, der erste hat es probiert. Jetzt kommt der nächste. Oh, der Fisch ist hier unten. Der ist immer noch wach. Eventuell beißt er jetzt an. Nein, er isst nur mein Köder. Eventuell brauche ich doch einen größeren Köder. Ich bin so dämlich. Aber wir wissen jetzt wenigstens, dass der Fisch noch wach ist. Wir haben jetzt einen größeren Köder. Wir nehmen jetzt auch nochmal zur Sicherheit die U-Chuck. Und natürlich Bomben, damit wir bis ganz nach unten kommen, ohne irgendwelche Probleme. Let's go. Bitte, mein Freund, lass es jetzt einfach klappen. Oh Gott, die Bomben sind jetzt leider schon weg. Sag mir jetzt bitte nicht, der Fisch schläft schon wieder. Oh Gott, du kotzt mich so mies an. Eventuell gibt es hier noch irgendwo den Wachen. Das kann doch nicht sein Ernst sein, dass er jetzt wieder pennt. Genau jetzt, wo ich hier unten ankomme. Der ist so nervig. Kann ich dann wenigstens irgendwo einen Stein fangen, damit ich einen Bombard bekomme? Damit wäre ich auch gerade richtig zufrieden. Oh, hier geht es sogar noch tiefer. Aber meine Angelrute sinkt leider nicht tiefer. Das ist ätzend. Ei. Den gelben nehmen wir jetzt hier nicht mit. Nein. Also Köder und Bomben, die müssen wir mit nach unten nehmen. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, ob der Bombard hier anbeißen wird und die Bombe aktivieren wird, wenn schon so ein großer Köder dranhängt. Oh, doch, das tut er anscheinend doch. Okay, jetzt hat der gelbe Fisch angebissen. Aber wieso zur Hölle ist die Bombe nicht explodiert? Das ist ja so nervig. Oh Gott, ich brauche... Mein Mann! Wir haben jetzt wirklich alles wieder. Bitte, mein Freund, komm bis nach unten ohne irgendwelche Probleme. Das wäre das Niceste, was du für mich tun könntest. Oh Gott, okay. Die erste Bombe ist explodiert. Sehr nice. Jetzt sollte gleich eigentlich ein Bombard anbeißen und wir dürfen natürlich den Meeresgrund nicht berühren. Alles ist gut. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Okay, hier gibt es extrem viele Bombards. Es sind noch 2 Bomben. Aber wo war der schlafende Fisch nochmal? Oh Gott, nein. Es hat einer angebissen. Nein, das ist doch so mies. Oh Gott, ich habe keine Bomben mehr. Das ist doch ätzend. Und hier war der schlafende Fisch, den ich unbedingt haben möchte. Okay, wir haben jetzt einen Köder. Bitte. Mein Freund, ich bin kurz vorm Verzweifeln. Bitte lass es jetzt einfach funktionieren. Die einzigen Typen, die meine Bomben aktivieren können, sind größere Fische oder Bombards. Komm schon, aktiviere die Bombe. Sehr nice. Okay, 3 Bomben sind noch da. Der nächste Bombard. Oh, 2 Bomben sind doch da. Sehr nice. Und hier ist der schlafende Fisch. Es muss doch irgendwo ein... Perfekt, mein Freund. Er ist aufgewacht. Jetzt müssen wir die letzte Bombe noch aktivieren und jetzt können wir den eventuell fangen. Let's go. Nein, er beißt einfach den Köder ab. Er beißt einfach den Köder ab. Ich möchte diesen komischen Fisch fangen, aber ich weiß nicht wie. Er beißt einfach jedes Mal den Köder ab. Und vor allen Dingen, da war sogar ein relativ großer Köder dran. Das macht einfach alles gar keinen Sinn. Ich kapier's nicht. Yo. Aber hier liegt wenigstens ein Stein. Damit können wir endlich einen Bombard fangen. Was ja gerade eine Mission von uns ist und wir tun ja gerade keine Missionen machen. Das sollte normalerweise jetzt endlich funktionieren. Vor allen Dingen, weil wir den Stein gefunden haben. Ich habe den Stein. Sehr nice. Jetzt sollte gleich sofort ein Bombard anbeißen und dann sollte alles klappen. Komm schon, mein Freund. Sehr nice. Okay, ich habe einen Bombard. Wir haben endlich diese komische Mission erfüllt. Allerdings wäre es schon ziemlich nice, würde niemand meinen Bombard anbeißen. Oh Gott, er wurde angebissen einmal. Das ist doch so eine Kacke. Wieso zur Hölle beißen die meinen Bomben? Wieso tut ihr das, Mann? Ich kann diesen Bombard leider nicht mehr gebrauchen. Das ist doch voll ätzend.
Aber ich glaube, der Stein ist gerade wieder runtergefallen ins Meer. Das heißt, theoretisch, wir können ihn nochmal angeln. Ich habe den Stein gerade im Flug abgefangen. Das ist schon mal sehr nice. Okay, und da unten war irgendein Fisch, den ich noch gar nicht gesehen habe. Allerdings suche ich jetzt einen Bombard. Und der müsste normalerweise anbeißen. Hier ist nur ein Stein dran. Wo zur Hölle sind meine Bombards? Die beißen doch sonst immer von der Ferne schon an. Hallo, Bombards? Ich suche euch gerade. Lol. Oh mein Gott, wir haben den Stein verloren. Ich bin einfach nur scheiße dämlich. Aber der große Fisch hier ist wenigstens da. Wenn wir den schon fangen würden, das wäre so nice. Wenn das jetzt funktionieren sollte, dann bin ich komplett glücklich heute, okay? Komm schon. You need a huge hook. Oh Gott, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Bitte, wo zur Hölle ist der Fisch hin? Es blitzt die ganze Zeit. Ich kann gar nichts mehr erkennen. Wo ist dieser... Da ist der Fisch. Okay, alles ist gut. Wir haben ihn. Wir haben ihn endlich. Oh mein Gott, das hat eine halbe Ewigkeit gedauert. Aber endlich haben wir den. Und der müsste normalerweise 140.000 wert sein. Oh Gott. Endlich haben wir diesen Schatz. Danke. 140.000. Ich bin so glücklich, dass ich diesen Fisch endlich habe. Ich denke mal, ich beende jetzt hier erstmal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hashtag glücklich in die Kommentare. Und bis morgen, Leute.